Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video spielen wir Project Playtime, einem Dead by Daylight ähnlichen Online-Koop-Game, was im Poppy Playtime-Universum spielt. Komm auch gerne in meinen Discord-Server, Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung, da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Gut, das ist die erste Runde, die ich spiele. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, ich hoffe, ihr habt schönen Weihnachten gefeiert. Was habt ihr bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Wir müssen hier Minigames machen als allererstes. Und ich hoffe, ich verkacke sie nicht. Okay, der ist da dran. Er hat verkackt. Okay, wir müssen schnell sein. Eins. Dann oben. Und dann Mommy Longlegs. Okay, okay. Come on, come on, come on. Ich schaff das, ich schaff das. Haben wir jetzt ein Spielzeug bekommen? Oder müssen die anderen das erstmal fertig machen? Weil sobald wir hier... Ah, da unten ist es auch schon. Sobald wir hier... kann ich das aufheben? Ja. Sobald wir die Minigames hier machen, bekommen wir so, ja, Spielzeugteile. Und jedes Mal, wenn wir ein Spielzeugteil haben, müssen wir die da vorne bei Deposit Toy Part reinwerfen. Und später, wenn wir ein Spielzeug gecraftet haben, müssen wir direkt zum Zug rennen und, dementsprechend entkommen wir. So, rein da und dann würde ich sagen, direkt zum nächsten Minigame. Wir spielen gegen Mommy Longlegs. Ja, habt ihr richtig gehört. Gut, wo war das Minigame? Hier vorne. So, das ist, glaube ich, das Einfachste, oder? Man muss halt relativ schnell sein. So, Nummer 1, Nummer 2, da oben und oben rechts, 5 und 6 und 7 und 8. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich eine Zahl vergessen, aber das ist mir jetzt völlig egal. So, das nächste Minigame. Was ist das hier? Ich glaube, das war so eine Art Simon Says, oder? Oh, fuck. Ja, ich hätte erstmal hinhören müssen. So, 1, 2, ich habe schon verkackt. So, einmal hier, dann zweimal hier und dann hier. Oh oh, Mommy Longlegs. Nein, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich habe sie gehört. Da vorne ist sie. Wie siehst du denn aus? Nein, lass mich in Ruhe. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss zu den nächsten Mindgames. Ciao, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Mommy Longlegs. No, runterspringen. Brech dir die Beine, ist mir egal. Nein, okay, ich bin tot. Mommy Longlegs is carrying you. Ja, ich werde jetzt gleich in den Gully geworfen. Genau, das ist gerade passiert. Und wir müssen uns hier unten jetzt von den so Mini-Huggy-Wuggies verteidigen. Die kommen ja aus der Kanalisation raus. Und die müssen wir direkt wieder, die müssen wir halt wieder in diese Löcher pressen, solange wir halt hier unten sind. Denn die anderen Survivor, die noch oben sind, müssen uns dementsprechend hier raushelfen. Um einen Vergleich zur DBD zu ziehen, das hier ist basically gerade, wir sind gerade am Haken und die Survivor müssen uns abhaken. Und so ein bisschen ist das hier, nur anstatt, dass wir an den Haken gehen, sind wir in so einem Loch drin und müssen währenddessen strugglen, indem wir halt die Mini-Huggy-Wuggies abwehren. So, ich wurde gerade gerettet, danke. Und ich bin direkt Mommy Longlegs wieder in die Arme gelaufen, das ist doch super. Mann ey, bitte lass mich, nein, lass mich in Ruhe. Die tunnelt mich. Nein, 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 nein. So viel dazu. Zurück ins Loch. So, wie wir es eigentlich mögen. Ich wurde direkt gerettet, what? Okay, ich wusste nicht, dass es geht. Ich wurde direkt gerettet. Oh, die ist direkt hinter mir, die tunnelt mich raus. Die tunnelt mich raus, nein. Okay, da kann man ja gar nichts machen. Ist ja viel zu OP. Egal, gut, dann, wir haben ja noch zwei Herzen. Wir haben drei Herzen insgesamt und... sobald wir halt kein Herz mehr haben, sterben wir dementsprechend, sobald wir das nächste Mal hier runtergeworfen werden. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder die Huggy-Wuggies abwehren. Oh, da kommen ja richtig viele. Holy shit. Oh oh, Leute, ich brauche Hilfe. Es werden immer mehr. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, oder? Was passiert eigentlich, wenn so viele Huggy-Wuggies kommen, dass ich mich nicht mehr verteidigen kann? Kommen die dann irgendwann rausgekrabbelt? Ah, ich werde gerettet, nice. Und ich sterbe? Oder wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt aber direkt weg hier. Ich höre schon wieder die starken Mommy Longleg-Schritte. Gut, hier unten war ein Minigame. Kann ich das von hier unten machen? Okay, warte mal. Das wäre so witzig. Schade, das geht nicht. Kann ich das hier machen? Ein Moment. Komm, das geht doch. Das geht tatsächlich. Okay. Einmal da. Okay, scheiße, es geht nicht. Never mind. Einmal hier. Eins, zwei. Ja. Lila... Lila, blau und gelb. So. So viel schaffe ich noch. Lila, blau, gelb und nochmal blau. Okay. Lila, blau, gelb, blau, blau. So, dann... Oh, das geht noch weiter. What? Ich fühle mich betrogen. Das ist ein Scam.
lila, blau, gelb, blau, blau, rot? Fuck. Mann, keine Lust mehr. Mach ich das andere. So, was muss ich hier machen? Genau, Simon Says, richtig. So, was bekomme ich hier? Ja, genau. Wie soll ich mir das denn merken? Ich hab direkt verkackt. Okay, nächstes. Das ist ja mega schwer. Das ist ja mega unfair. Okay, hier haben wir ein relativ einfaches, sage ich und verkacke wahrscheinlich. So, und dann hier so eine kleine Pyramide. Ja, super. Immerhin eins haben wir geschafft. Awesome. Oh oh. Sie kommt. Sie kommt. Nein! Mommy Longlegs! Hab Gnade! Bitte! Lass mich in Ruhe! Geh! Ich bin da. Nein, ich bin doch gleich tot! Oh Mann! Ab in den Gulli mit mir. Ja, da bin ich tot. Okay, wie auch immer. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreib's mir gerne in die Kommentare, dann werde ich definitiv mehr Content wie diesen machen. Lass auch gerne ein Like da und komm in meinen Discord-Server, da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.